Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben es gehört. Über gute 4,5 Jahre sind wir nun in der Enquetekommission miteinander älter geworden und hoffentlich auch reifer. In Würde, denke ich. Das meiste kann sich jedenfalls sehen lassen. Auch ich möchte mich herzlich bedanken und insbesondere bei meinem Kollegen Jörg Heidorn, der doch manchmal mit seiner sehr charmanten Art uns doch wieder dann zusammengebracht hat, wenn wir dann bei bestimmten Themen doch sehr kontrovers diskutiert haben in der ihm eigenen Art. Und alle, die dabei waren, wissen, was ich meine. Aber lieber Jörg, mir hat das persönlich sehr viel gebracht, gerade das ressortübergreifende Arbeiten. Und mein Dank gilt eben auch den anderen Kolleginnen und Kollegen, dem Sekretariat. Unseren Referenten sind ja schon namentlich benannt worden, den Gutachtern, wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten und der Verwaltung. Gemeinsam konnten wir besonders in den beiden existenziellen Themenfeldern zur Mobilität im Alter sowie zur Gesundheit und Pflege im Alter dem Landtag zukunftsweisende Handlungsempfehlungen vorlegen. Gewiss wäre meine Fraktion in so manchem Punkt gerne weitergegangen, doch die allseitigen Bemühungen der demokratischen Fraktion um gute Kompromisse waren für uns eigentlich immer greifbar. Umso mehr enttäuschte uns die Landesregierung, die Vereinbarungen zum Schienenerhalt und zu einer integrierten, regionalisierten und partizipativen Gesundheitsversorgung mitten in den Verhandlungen kurzerhand zur Makulatur erklärte. Und mit der Teilschließung der Südbahn sowie mit den Abteilungsschließungen im Krankenhaus Wolgast Fakten schuf, die Sinn und Wortlaut unseres Konsens in wirklich krasser Weise widersprechen. Da hat Ihre Glaubwürdigkeit gelitten, liebe Landesregierung und liebe Koalitionsfraktion. Wenn ich nun Bilanz ziehe, bedauere ich auch sehr, dass der gesamte Schwerpunkt zur gesellschaftlichen Teilhabe geopfert wurde. Der bloße Verweis auf seine Mitbehandlung in den übrigen Berichten trifft aber bestenfalls auf den Bereich der sozialen Teilhabe zu. Alle unsere Vorschläge zur politischen Teilhabe sowie zur kulturellen Teilhabe kamen nicht einmal zur Sprache. Ein ganzer Themenschwerpunkt fiel somit unter den Tisch. Mit der Teilhabe geizt unsere großartige Koalition, besonders mit der politischen und mit der kulturellen sowieso. Zur Sicherung von kultureller Bildung, Teilhabe und Daseinsvorsorge hat die demokratische Opposition deshalb ein gemeinsames Sondervotum vorgelegt. Denn uns erscheint die breite Teilhabe an einer vielseitigen Kunst und Kultur die beste Investition in die Zukunft. Was wir dort einsetzen, spart langfristig Mittel zur Wirtschaftsförderung wie Sozialkosten. Zugleich ist damit eine solidarische und demokratische Rendite zu entwarten. So könnten etwa auch Artist-in-Residenz-Programme verbunden mit einem Leerstandsmanagement für kulturelle Zwischennutzung von kommunalen Immobilien, städtische Quartiere und ländliche Räume beleben, aufwerten und die kulturelle Teilhabe auch der älteren Bevölkerung deutlich erhöhen. Ähnliches gilt für die politische Teilhabe der Jüngeren, mit Effekten für die Älteren. Da die nachfolgenden Generationen von den Fragen der politischen Zukunftsgestaltung häufig am stärksten betroffen sind und im demografischen Wandel bereits hohe Verantwortung für ihre jeweiligen Eltern- und Großelterngenerationen tragen, ist es sinnvoll, junge Menschen so früh wie möglich an Entscheidungen, die sie betreffen, auch teilhaben zu lassen. Deshalb wollten wir ja die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht bei Landtagswahlen auf das vollendete 16. Lebensjahr herabsetzen. Auch über die verschiedenen Formen der Zivilcourage sowie dem gesetzlichen Rahmen zu ihrem rechtlichen Schutz, vom engagierten Eintreten für die verfassungsmäßigen Rechte jedes Mitmenschen bis hin zum zivilen Ungehorsam gegenüber dem Missbrauch von politischer oder wirtschaftlicher Macht, muss bereits in den allgemeinbildenden Schulen, aber auch in der Öffentlichkeit wirksam aufgeklärt werden. Auch das bürgerschaftliche Engagement von sogenannten Whistleblowern braucht eine breite gesellschaftliche Debatte und Aufklärung darüber, wie Informanten, die illegale und unrechtmäßige Zustände oder Vorgänge in Verwaltung, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft öffentlich machen, sich rechtlich strafbar machen bzw. vor Strafverfolgung zu schützen sind und Asylrecht genießen. Vor allem aber protestieren wir gegen die mehrheitliche Aufnahme einer strittigen Handlungsempfehlung ins Hauptvotum, gegen unser ausdrückliches Votum. In den bisher konsensorientierten Verhandlungen der Enquetekommission bildet das eine traurige Ausnahme, zumal es sich dabei um eine entscheidende Weichenstellung für das Land handelt. Wenn gefordert wird, ich zitiere, dort, wo kein seniorengerechtes Wohnumfeld mehr aufrecht zu erhalten ist, müssen Ältere, die einen Wohnortwechsel wünschen, bei einem Umzug unterstützt werden, nachzulesen auf Seite 141. Dann wird damit erklärt, dass Lebenssituationen, also Orte bzw. Räume möglich werden, in denen kein seniorengerechtes Wohnumfeld mehr aufrecht zu erhalten ist. Mit dem Angebot einer Umzugsunterstützung für solche Fälle würde der Staat folglich unter bestimmten Umständen seine Verpflichtung zur Daseinsvorsorge im Rahmen des Sozialstaatsprinzips veräußern. Dies ist laut Bundesverfassungsgericht jedoch eine Leistung, zitiere, derer der Bürger zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedarf und bleibt daher aus unserer Sicht verfassungsrechtlich unveräußerlich. Mit der Orientierung an immerhin veränderlichen Orten oder Räumen statt an den tatsächlichen Bedürftigen verfehlt die zugesagte Unterstützung außerdem möglicherweise ihr Ziel. Überdies erscheint die rechtssichere Definition solch eines Anspruchs eben wie seine geregelte Administration in der Praxis undurchführbar. Im Grundsatz werden damit aber Räume definierbar, aus denen sich die staatliche Verantwortung selbst für die bloße Daseinsvorsorge und Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen nach und nach zurückziehen kann. Das ist für uns inakzeptabel. Dass, ich zitiere, hilfebedürftige Seniorinnen und Senioren, die in einen zentralen Ort umziehen möchten, in dem bessere Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben gegeben sind, organisatorisch und finanziell dabei unterstützt werden müssen. Wie bereits im Kommissionsbericht zum Themenfeld Mobilität im Alter konsentiert. Das ist damals auf der Seite 48 gewesen. Steht dem eben nichts entgegen. Diese Forderung geht weiter als jene nun im Themenfeld Infrastruktur und Daseinsvorsorge verabschiedet, indem sie sich am Bedarf, und darum geht es, am Bedarf der Betroffenen orientiert, ist verwaltungsrechtlich im Rahmen der Sozialgesetzgebung operabel und kommt dabei der staatlichen Verpflichtung zur Daseinsvorsorge nach. Hierfür haben wir uns leider vergeblich ausgesprochen. Wir werden weniger, älter und bunter, sagen die Experten. Bereits zur Einsetzung dieser Enquetekommission hat meine Fraktion den Änderungsantrag zum Antrag der Fraktion der SPD und CDU gestellt, den demografischen Wandel in unserem Land generationsübergreifend zu behandeln. Schließlich werden wir alle älter, jedenfalls in der Perspektive der Enquetekommission bis 2030 und im Rahmen der damals schon vorliegenden Bevölkerungsprognosen bis 2060 allemal. Da mussten und konnten wir in jedem Themenfeld dieses erneut unter Beweis stellen. So sind von den Maßnahmen für einen barrierereduzierten Wohnungsbau und Umbau auch jüngere Mieter und Besitzer betroffen. So müssen Mobilitätslösungen auch für jüngere Menschen ohne Zugang zum Pkw gefunden werden. So können wir nicht einfach Geburtenstationen sowie Kinder- und Jugendmedizinische Abteilungen durch Geriatrien ersetzen. So hängt die Arbeitsfähigkeit im Alter ganz entscheidend vom Ausbildungsgang und der Berufslaufbahn in jungen Jahren ab. So gilt Vergleichbares für eine früh ausgebildete Engagementbereitschaft. So ist es um die Teilhabe Jugendlicher im Land noch schlechter bestellt als um die der Alten. So gilt die Daseinsvorsorgepflicht des Staates eben für alle Generationen. Und für all das braucht es Nachwuchs und qualifizierte Berufstätige, die älter werdende Gesellschaft dann eben auch versorgen und die notwendigen Renten und Versicherungsbeiträge erwirtschaften. Außerdem wird der Wandel, in dem wir stehen, ohne den Gesellschaftsvertrag für ein Miteinander der verschiedenen Altersgruppen nicht zu bewältigen sein. Nur wenn alle Generationen berücksichtigt sind, angesprochen werden und beteiligt sind, können wir Generationengerechtigkeit überhaupt verwirklichen.
Wir haben vorgeschlagen, dies wie in Enquete-Kommissionen durchaus üblich, in Arbeitsgruppen und unter stärkerer Einbindung der Sachverständigen zu leisten. Doch dafür fehlte der Koalition das Vertrauen. Indem wir nun unsere Themenfelder der Reihe nach abarbeiteten, geriet die Enquete-Kommission unter erheblichen Zeitdruck, wie sich das im Rhythmus der Themendichte der Kommissionsberichte ablesen lässt. Der erste Zwischenbericht erschien mit nur einem Themenfeld im Frühjahr 2014, 2 Jahre nach Einsetzung. Der zweite Zwischenbericht im Herbst 2015 behandelte ein knappes Jahr vor Legislaturende bereits 2 Themenfelder. Und im Abschlussbericht, der Ihnen nun zur letzten Landtagssitzung vorliegt, drängen sich 3 eilig abgehandelte Themenfelder. Das Nachsehen unter dem steigenden Pensum hatten bereits besonders die kleindemokratischen Fraktionen. Unter einer großen Koalition ist das die gesamte demokratische Opposition. Die NPD kann hier getrost ausgenommen werden, da sie außer höchst dürftigen Sondervoten nicht einen einzigen konstruktiven Beitrag zur Arbeit der Enquete-Kommission geleistet hat. Es liegt ja auch gar nicht in ihrem Interesse, denn der Rückzug öffentlicher Versorgungsstrukturen aus schrumpfenden Regionen bietet gerade Standortvorteile für rechtsextreme und rechtspopulistische Geschäftsmodelle. Unser ganzes Engagement in der Enquete-Kommission und für die ländlichen Räume gilt deshalb zugleich der Aufgabe, Ihnen und Ihresgleichen diesen Nährboden zu entziehen. Umso wichtiger ist es, hier weiterzuarbeiten, besonders für die strukturschwachen ländlichen Räume und dabei endlich auch die anderen Generationen in den Blick zu nehmen und aktiv einzubeziehen. Insofern begrüßen wir es, dass die Initiative von Jugend im Landtag aus dem vergangenen Jahr, nämlich eine Enquete-Kommission Jungsein in MV einzurichten, nun auch ernsthaft diskutiert wird. Hier muss es darum gehen, auch Jugendlichen eine frühere und größere politische Teilhabe einzuräumen, das zivile Engagement junger Menschen wirksam zu fördern, den Familienhintergrund von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu stärken, ihre Bildungschancen und ihre Gesundheitsversorgung deutlich zu verbessern, ihre konkrete ebenso wie ihre digitale Mobilität entschieden zu erhöhen und nicht zuletzt die Zuwanderung und Rückwanderung junger Familien sowie ihre Integration klar zu priorisieren. Eine solche Enquete-Kommission hat unsere volle Unterstützung. Ich blicke jetzt noch einmal in die nächste Legislaturperiode und hoffe, dass wir die Handlungsempfehlungen, die wir auf den Weg gebracht haben, dann ernsthaft umsetzen, mutig, und ich hoffe, die Landesregierung hat dann den Mut, das anzupacken. Ich danke für die Aufmerksamkeit.